Klimaleugner kennen wir alle. Aber habt ihr schon mal von einem Dieselskandal-Leugner gehört? Heute schauen wir uns 8 wilde Behauptungen von CDU-Politikern mal ganz genau an. Und wir starten direkt mit Carsten Linnemann und dem angeblichen Dieselskandal. Carsten Linnemann äußerte sich im Januar 2020 wie folgt. Das Bundesumweltministerium hat die deutsche Umwelthilfe bei ihrem Kampf gegen den Diesel unterstützt und so aus einem Betrugsskandal einen angeblichen Dieselskandal gemacht. Aber wir wissen ja, Carsten hat es nicht so mit Fakten. Er versucht hier vom Begriff Diesel und allgemein von Verbrennerautos abzulenken. Dabei handelt es sich in diesem Betrugsskandal exakt um Dieselmotoren, die bei Tests durch Abschalteinrichtungen so manipuliert wurden, dass die Abgasemissionen verfälscht an die Öffentlichkeit gelangen. Mehr als 12 Millionen Fahrzeuge, also auch Millionen von Staatsbürgern, sind vom Dieselskandal betroffen. Und das Ganze hatte bisher auch juristische Konsequenzen. Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler wurde wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Außerdem kam eine Bußgeldstrafe von 1,1 Millionen Euro dazu, wegen des Dieselskandals. Auch der damalige Ex-VW-Chef Martin Winterkorn steht aktuell noch wegen möglicher Marktmanipulation vor Gericht. Ebenfalls wegen des Dieselskandals. Aber es ist ja auch nicht verwunderlich, dass Carsten Linnemann die Automobilindustrie hier in Schutz nimmt. Als sehr einflussreiches Mitglied des Lobbyverbandes CDU-Wirtschaftsrat engagiert sich Carsten Linnemann schon eine ganze Weile immer wieder gegen Klimathemen. Carsten war zum Beispiel auch der Überzeugung, dass erneuerbare Energien teurer sind als Atomkraft. Mal ganz abgesehen von den Kosten für die Endlagerung des Atommülls sind erneuerbare Energien schon seit spätestens 2015 viermal günstiger in der Produktion als Atomkraft. Im letzten Jahr konnte Deutschland sogar fast 60% des Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien abdecken. Aber bleiben wir direkt mal beim Thema Strom und schauen uns die nächste intellektuelle Höchstleistung eines CDU-Politikers an. Mario Voigt führt die CDU in Thüringen an und war im letzten Sommerinterview mit dem MDR der Meinung, dass Deutschland die höchsten Strompreise in Europa hätte. Seine genaue Aussage geht so. Wir sind in Deutschland mittlerweile in einer Situation, in Thüringen nochmal besonders, gerade was das Thema Stromsteuer und Belastung angeht, dass wir mit die höchsten Preise haben, 3-mal mehr als im europäischen Vergleich. Ja, die CDU und ihre Statistiken. Im Vergleich zum günstigsten Strompreis hätte er recht gehabt. In Ungarn lag der durchschnittliche Strompreis nämlich bei 10,8 Cent, in Deutschland hingegen bei etwa 33,6 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings sind wir von der Preisspitze in Europa sehr weit entfernt. In Tschechien zahlte man 38,5 Cent, in Irland und Belgien über 40 Cent und in Dänemark sogar fast 60 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Strompreis lag in der EU übrigens bei 28 Cent. Deutschland lag hier also leicht über dem Durchschnitt. Aber das ist noch nicht alles. Beim Industriestrom lag Deutschland mit 20 Cent pro Kilowattstunde sogar unterhalb des EU-Durchschnitts von 21 Cent. Fazit: Mario Voigt hat mit dem Vergleich mit Ungarn versucht, einen unfassbar hohen Strompreis in Deutschland zu suggerieren. Leider kommen Politiker mit solchen Darstellungen meistens gut davon. Aber dafür machen wir diesen Faktencheck. Schreibt mir deshalb gerne mal eure Lieblingsbehauptungen von Politikern in die Kommentare, damit ich diese in anderen Videos verarbeiten kann. Ich bin wirklich gespannt, was ihr finden werdet. Nicht so gut davon kam aber wieder einmal Carsten Linnemann mit seinem Steuerplan bei Markus Lanz. Ja, ich weiß. Wir sind wieder bei Carsten Linnemann und er wird heute auch nicht das letzte Mal in diesem Video zu sehen sein. Carsten Linnemann war im Mai 2023 zu Gast bei Markus Lanz und hat über die Steuerpläne der Union gesprochen. Er erzählt davon, dass Einkommen erst später höher belastet werden sollen und dass der Solidaritätsbeitrag komplett abgeschafft wird. Während Carsten Linnemann das Steuerkonzept erklärt, kommt er aber ziemlich ins Wanken, weil er oft davon spricht, fast alle steuerlich entlasten zu wollen und keiner zusätzlich belastet werden soll. Das ergibt natürlich wenig Sinn, weil der Staat ja dann weniger Steuern einnehmen würde als vorher. Und das macht der Staat nicht. Darauf angesprochen, muss er in seinen Erklärungsversuchen immer wieder hin und her rudern und vermeidet es, das Wort Steuererhöhung zu sagen, bis er sich am Ende geschlagen geben muss und zugibt, dass Menschen ab 1 Million Euro Einkommen dann doch höher belastet werden. Hier ein kleiner Ausschnitt. Wo ist die Steuererhöhung? Weil es gibt keine Steuererhöhung. Weil der Begriff Steuererhöhung suggeriert, ja. dass ich entlasten will. Ja, beziehungsweise belasten. Ich will aber entlasten. Wo wollen Sie Steuern erhöhen, Herr Linnemann?
Gar nicht. Fast alle entlastet werden, weil die Entlastungswirkung vorne, Soli weg, Mittelstandsbauch weg, okay, so groß ist, okay, dass selbst jemand, der 1 Million verdient im Jahr, noch entlastet wird. 1 Million oder 1,2 Millionen ab diesem Zeitpunkt wird. Und die sollen mehr zahlen. Die sollen mehr zahlen. Und hier sagt er noch eine komische Sache. Vorne soll der Soli abgeschafft werden. Er suggeriert damit, dass Schlechtverdiener keinen Solidaritätsbeitrag mehr zahlen sollen. Dank der CDU-Steuerreform natürlich. Da hat Carsten Linnemann aber wieder einmal nicht richtig aufgepasst. Denn den Soli zahlen nur Besserverdiener. Genauer gesagt Menschen, die mehr als 18.130 Euro an Einkommenssteuern oder Kapitalertragssteuern zahlen. Somit zahlen 90% der arbeitenden Bevölkerung seit 2021 sowieso schon keine Soli mehr. Nur noch die oberen 5-10%. Wen will er hier also entlasten? Die Reichen? Oder die etwas Ärmeren? Wenn er Menschen mit geringem Einkommen entlasten wollen würde, müsste beispielsweise die Mehrwertsteuer gesenkt werden und dafür gleichzeitig Gutverdiener im Millionenbereich mehr Steuern zahlen. Das würde Menschen von der Mittelschicht bis zum Mindestlohnbereich entlasten. Guter Witz, Carsten. Das Steuerkonzept der CDU ergibt also insgesamt fast keinen Sinn und sollte definitiv überarbeitet werden. Nach Diesel, Strom und Steuern kommen wir jetzt mal zum Klima. Erwin Rüttel ist den meisten vielleicht kein Begriff. Er fiel aber letztes Jahr auf, als er auf Twitter oder X einen Weltartikel retweetete, der den Titel trägt: Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda. Außerdem hat er einen eigenen Beitrag verfasst, in dem er von einer Klimapropaganda spricht und diese kritisiert. Seine Vorwürfe sind im Groben, dass Klima und Wetter sehr ungenau berechnet und vorhergesagt werden können und dass Deutschland nicht alleine die Klimakrise bewältigen kann. Zum Klima schreibt er in seinem Beitrag Folgendes: Wetter und Klima sind keine exakte Wissenschaft wie Physik und Chemie, sondern betrachten die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen als Ursache für den jüngsten Temperaturanstieg und treffen auf dieser Grundlage mit computermathematischen Modellen Vorhersagen für die Erwärmung in der Zukunft. Meint ihr, dass Erwin Rüttel für diese Aussagen einen Nobelpreis verdient hätte? Natürlich nicht. Aber dafür Klaus Hasselmann. Er ist Physiker und hat etwa 8 Monate, bevor der sichtlich verwirrte CDU-Politiker seinen Tweet abgesetzt hatte, den Nobelpreis in Physik erhalten. Er bewies durch Rechenmodelle den Zusammenhang zwischen kurzfristigen Wetterphänomenen und der langfristigen Entwicklung des Klimas. Er hat außerdem zum ersten Mal überhaupt nachgewiesen, dass ein Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre eine Erderwärmung verursacht. Das muss Erwin Rüttel jetzt erstmal verdauen. Weiter vergleicht er den CO2-Ausstoß von Deutschland mit dem von China. Er schreibt, dass China für 30% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Tatsächlich sind es sogar mittlerweile 31% für das Jahr 2023. Was Erwin Rüttel aber wieder vergessen hat aufzuzählen, ist, dass China schon seit langem auf erneuerbare Energien setzt. Sie sind der Marktführer für Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2023 betrug der Anteil erneuerbarer Energien im chinesischen Strommix 49,9%. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortführen und der Anteil weiter steigen, weil China erkannt hat, dass Strom aus erneuerbaren Energien günstiger in der Produktion ist als aus fossilen Brennstoffen. Die CO2-Emissionen aus China werden also in den nächsten Jahren voraussichtlich sinken. Und wie bereits erwähnt, konnte Deutschland im Jahr 2023 den Strombedarf auf fast 60% mit erneuerbaren Energien decken. Fossile Brennstoffe spielen dagegen in der Stromerzeugung schon lange keine Rolle mehr. Wenn die CDU also weniger gegen erneuerbare Energien lobbyieren würde, hätten wir bereits 80% oder 90% erneuerbare Energien ausgebaut, was wir jetzt dank der Ampelregierung voraussichtlich bis 2030 erreichen werden. Zum Glück erntet Erwin Rüttel aus seiner eigenen Bundestagsfraktion massive Kritik und steht nicht für die allgemeine Position der CDU. Aber es ist trotzdem erschreckend, wie rückwärtsgewandt ein gewählter Politiker im Bundestag sitzen kann, der die Ergebnisse eines Nobelpreisträgers und Wissenschaftlers einfach ignoriert. Wer auch gerne die Grenzen des guten Benehmens ignoriert, ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Laut Friedrich Merz blockieren Flüchtlinge die Zahnarztpraxen in Deutschland, während Deutsche keinen Termin bekommen. Wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Ich hatte übrigens keine Probleme, einen Zahnarzttermin zu bekommen, aber vielleicht wurde ich ja auch für einen Flüchtling gehalten. Spaß beiseite. Genauso wenig wie ich kann auch der Präsident der Bundesärztekammer die Aussagen von Friedrich Merz
nicht nachvollziehen. Er weist darauf hin, dass es, wenn überhaupt, in ländlichen Gebieten etwas länger dauern kann, einen Arzttermin zu bekommen. Außerdem bekommen Flüchtlinge nur die nötigste medizinische Behandlung. Und ein kleiner Funfact: Im Zuge der Flucht sind laut der Zahnärztekammer etwa 842 Zahnärztinnen und Zahnärzte mit syrischer Staatsbürgerschaft in Deutschland aktiv. 145 Geflüchtete eröffneten eine eigene Praxis und 669 sind Angestellte oder in der Assistenz tätig. Hier hat Friedrich Merz also wieder Stoff für die Stammtische geliefert. Und mit der nächsten Aussage hat er ebenfalls wieder an seine Lieblingszielgruppe gedacht. Friedrich Merz hatte schon viele geistige Sternstunden. Diesmal saß er mal wieder bei Markus Lanz, als es um die Silvesterkrawalle 2023 ging. In der Diskussion ging es gerade um Ausländerkriminalität, als Friedrich Merz sich ein Herz fasst und Folgendes sagte. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Lehrerinnen und Lehrer haben einen gewissen Grundrespekt verdient. Aber ich muss, glaube ich, keinem erklären, wieso seine Aussage in der Form nicht okay war. Bleiben wir aber ein letztes Mal bei Friedrich Merz, denn er wittert eine Verschwörung zur nächsten Bundestagswahl. Was sich wie ein Vorwurf aus den USA oder einem Entwicklungsland anhört, macht Friedrich Merz nun auch bei uns zum Thema. Er behauptet, dass durch die neue Wahlrechtsreform die CDU-CSU gegenüber den Ampelparteien benachteiligt wird. Was die Amerikaner seit 30 Jahren mit ihrem sogenannten Gerrymandering machen, hat dazu geführt, dass diese Demokratie in Amerika nicht mehr richtig funktioniert. Die Koalition SPD, Grüne, FDP machen in Deutschland genau dasselbe. Und mit dieser Änderung des Bundeswahlgesetzes in dieser Woche wird wieder einmal das Wahlrecht manipuliert und wieder einmal der Demokratie unseres Landes schwerer Schaden zugefügt. Verantwortlich SPD, FDP und Grüne. Konkret geht es um ein paar Wahlkreise, die neu zugeschnitten werden müssen, weil sich die Bevölkerungsanteile verändert haben. Die Änderung wurde übrigens vom Bundesverfassungsgericht angeordnet, um den Bundestag zu verkleinern. Laut Merz soll die Ampelregierung versuchen, wie in den USA, durch das sogenannte Gerrymandering, Wahlkreise so optimal zuzuschneiden, dass die Ampelparteien mehr Bundestagsmandate gewinnen. Hier hat Merz aber wieder mal nicht aufgepasst. Denn in den USA gilt im Wahlrecht die absolute Mehrheit. In Deutschland wird nach Verhältniswahlrecht abgestimmt. Konkret heißt das, dass in den USA die absolute Zahl der Stimmen über den Gewinn des gesamten Wahlkreises mit allen Wahlmännern und allen Mandaten entscheidet. Endet die Wahl also ganz knapp und der Gewinner triumphiert mit nur 51%, gewinnt er den kompletten Wahlkreis mit allen Wahlmännern und allen Mandaten. Der Verlierer erhält nichts. In Deutschland haben wir bei der Bundestagswahl die Erst- und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen wir einen konkreten Politiker in den Bundestag, das sogenannte Bundestagsmandat. Mit der Zweitstimme wählen wir eine bestimmte Partei. Später werden dann alle Zweitstimmen in ganz Deutschland zusammengezählt. Und jede Partei bekommt im prozentualen Verhältnis die jeweiligen Sitze. Fazit: Hätte Friedrich Merz gewusst, dass wir in Deutschland das Verhältniswahlrecht haben, müsste er keine Angst haben vor Wahlmanipulation. Vielleicht erklärt es ihm aber auch einer von euch. Einen haben wir noch und hier sehen wir wie versprochen wieder unseren lieben Carsten. Er gibt uns einfach so viel Stoff, was soll ich tun? Die Unionsfraktion hat sich mit einem Antrag im Bundestag dafür eingesetzt, Straßenblockaden höher bestrafen zu können. Konkret geht es um die Klimaproteste der letzten Generation, die in den letzten Monaten den Verkehr durch Straßensperren oft zum Erliegen gebracht haben. Im CDU-Antrag wird gefordert, Straßenblockaden härter bestrafen zu können, die eine große Zahl von Menschen durch ihre Blockaden nötigen. Grundsätzlich ein nachvollziehbarer Gedanke, da viele Menschen aufgrund dieser Blockaden nicht pünktlich zur Arbeit kamen. Aber jetzt wird's lustig, denn jeder ist vor dem Gesetz gleich. Richtig? Falsch! Nicht für Carsten Linnemann. Vor kurzem gab es nämlich nicht angemeldete Straßenblockaden in Hamburg von Landwirten. Darauf angesprochen hat Carsten Linnemann bei Hart aber fair so reagiert. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen, dass Landwirte härter bestraft werden, wenn sie unangemeldet Häfen zum Beispiel blockieren, wie heute in Hamburg? Da ging es um die Klimakleber, da war es offensichtlich. Und ich finde, dass man die Landwirte nicht mit den Klimaklebern vergleichen kann, auch wenn es jetzt hier Gelächter gibt. Da will wohl jemand die Landwirte nicht verärgern. Aber natürlich hätte so ein Gesetz für beide Seiten, also Landwirte und auch die letzte Generation, ähnliche juristische Konsequenzen. Welche CDU-Aussage fandest du am interessantesten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn du noch nicht genug von Carsten Linnemann hast, wird dir dieses Video hier garantiert gefallen.